Hallo, meine lieben Tratis, und da bin ich schon wieder. Ja, ihr wisst ja von dem Projekt, was ich mit euch vorhabe, das sogenannte dreiteilige Projekt. Fange ich heute natürlich das zweite oder den zweiten Teil davon an, wobei man ja alle Sachen, die ich euch hier zeige, ja unabhängig davon, könnt ihr diese dann auch für euch verwenden. Aber ich darf ja noch nicht so viel erzählen und noch nicht so viel verraten. Und deswegen halte ich mich dann etwas bedeckter. Ja, Buchstabensalat. Ihr seht es schon, 1, 2, 3, 4. Und natürlich könnt ihr euch das auch denken, was ich mache. Adventskerzen. Und Adventskerzen einmal anders. Ich hatte, ja, oder ich habe immer noch in meiner Vitrine schon seit ein paar Jahren ein paar ganz, ganz niedliche, schöne Stumpenkerzen stehen. Und diese Stumpenkerzen, die habe ich dort Tatsache mit diesen Zahlen 1, 2, 3 und 4. Viele meiner Kursteilnehmer, die kennen das auch und wissen, dass die dort eben in in der Vitrine sozusagen lagern bis zu ihrem Auftritt, nämlich ihrem heutigen Auftritt. Ihr braucht eine Stumpenkerze. Farbe dürft ihr euch alles aussuchen. Ich gestalte hier bei diesem Projekt natürlich alles in Hellgold, aber ihr könnt wirklich eure Wunschfarbe selber nehmen. Und ich habe erst mit einem Teelichtglas probiert und das geht natürlich auch, aber ich werde euch das hier direkt anhand von einer Kerze zeigen. Ihr seid ja nun auch nicht im kleine Kinder oder so. Und ihr wisst ja, dass ihr da auch vorsichtig arbeitet. Und deswegen denke ich mal, müssen wir jetzt nicht einen Gegenstand nehmen, wo wir irgendwas drum rumwickeln, sondern ich mache es direkt mit der Kerze. Also an der Kerze oder ja, oder wie man eben so das schön sagt. Also Kerze. Ich verwende Hellgold 1 Millimeter, hier in dem Fall 5 Meter. Wir brauchen nicht viel dafür. Ich muss mir hier raus vier Abschnitte a 80 cm abschneiden. Und das habe ich auch getan. Tada! Einmal 80 cm. Und da nehme ich zum Beispiel jetzt die 1. Ihr seht schon, ich habe jetzt hier die ganzen Buchstabentüten rausgekramt. Also ihr braucht D, E, I, N, R, S, V, W, Z. Das sind diese Sachen, diese Buchstaben, die ihr dafür benötigt. Und da sind immer 10 Stück drin. Ihr könnt natürlich bei uns auch diese Großpackung erwerben. Da ist alles durcheinander gewurstelt und nicht geschmissen, schmeißen, wir schmeißen ja nicht, aber alles durcheinander gerührt. Und da ist es das Zufallsprinzip. Es kann natürlich auch sein, dass dann vielleicht mal ein Buchstabe nur zwei, dreimal dort vorhanden ist. Kann ich nicht sehen, weil alles in einen großen Topf kam und gerührt sozusagen und dann wurde abgewogen. Das dazu, weil wir wollten nämlich eigentlich die Sachen aus dem Programm nehmen. Also schaut nach, die sind richtig mit einem hammermäßigen Preis hinterlegt und dann schlagt noch mal richtig zu, bevor sie alle sind. Ja, jetzt habe ich jetzt hier praktisch meinen 1 mm Draht und ganz klar, ich fange natürlich mit einer kleinen Schlaufe an. Und mach mal einfach so ein kleines Schneckchen. Bei 1 mm braucht ihr das nicht unbedingt abschneiden. Wer ganz penibel und pingelig ist, darf es natürlich gerne tun. Ich finde, das ist dann Verschwendung. Naja, gut, der Millimeter, der da weg ist, ne? Alles gut. So, ihr könnt natürlich mit dem Kringel anfangen. Ihr hättet aber auch von den 80 cm dann einmal die Buchstaben draufsetzen können. Und dann ungefähr die Hälfte. Habe ich mir jetzt gespart. Ich mache das Pi mal Daumen. Aber diese kleine Schnecke, die hält mich davon ab oder hält die Buchstaben davon ab, dass sie einfach wieder hier rauf und da runter kullern. Und dann zähle ich natürlich rückwärts. Na, dann nehme ich mir das S, das N. Und bitte, bitte denkt dran, dass ihr das auch richtig rum, so wie ihr euch das hier hingelegt habt, so kommen die auch drauf. Ich habe das wirklich auch gehabt, dass ich heute bei 2, das war dann 2 oder irgendwie so, also verkehrt rum. Mist, habe ich gedacht, jetzt musst du das wieder aufmachen. So, und so sieht es dann aus, eine 1.
Und dann nehmt ihr ganz vorsichtig euren Rohling, euren Kerzenrohling, eure Stumpenkerze, was ihr auch immer dazu nennen wollt. Und ihr seht schon, ich halte das hier mit Daumen und Zeigefinger fest. Und dann wickel ich mir den Draht hier so herum. Er reicht nicht, weil das Kringelchen sollte schon auf der Seite sein. Also schiebe ich mir die Perlchen ganz vorsichtig einfach noch ein Stück zurück. Halte sie wieder fest und gucke, ob das jetzt schon reicht. Ja, das könnte reichen. So. Und jetzt sitzt die schöne Eins hier dran. Und der andere Draht auf der linken Seite, den wickel ich jetzt so um die Kerze herum, dass er einmal hier so rüber scheint. Die Buchstaben schön zusammen. Aber letztendlich, wir zwirbeln das ja alles nochmal so ein bisschen zusammen. Und dann schön eng. Und dann halte ich mir das hier so fest an der Seite, merke mir praktisch und ziehe das ganz vorsichtig ab. Die Kerze brauchen wir gleich noch, weil wir ja gleich nochmal messen. Die kullern hier alle nochmal so ein bisschen durcheinander, das macht nichts, also durcheinander ja nicht in der Reihenfolge. Und jetzt nehme ich mir hier mit Daumen und Zeigefinger, halte das hier schön fest und dann setze ich den Draht. Oder lege mir den Draht einmal hier schön herum. So. Ne, wer denn immer noch mal denkt, er muss jetzt noch mal prüfen, ob das Ganze passt, gerne einmal draufsetzen. Das darf nicht zu locker sein und auch nicht zu fest. Und dann könnt ihr das hier mit der Seite hier immer noch mal so ein bisschen austangieren. Das ganze gute Stück. Und dann messe ich mir das hier wieder ab. So mit meinem Auge sozusagen. Also nicht mit dem Lineal, sondern mit dem Auge. Halt das hier fest. Und dann nehme ich den Kringel sozusagen und stülpe ihn einmal hier so rüber. Kann das aber auch jetzt hier nochmal ein bisschen festmachen. Das ist also egal. Und dann eins in der Mitte. Und dann kommt das hier auf die Kerze wieder vorsichtig drauf. So. Drückt mir das Ganze etwas an und kann die Sachen jetzt hier von den Drähten auch noch ein bisschen auseinanderziehen. Ich kann sie auch schmaler lassen, also so wie ich das gerne möchte. Und wer jetzt hier noch ein bisschen locker drauf ist, der merkt sich das und zieht praktisch den Drahtfaden noch etwas längs. Ich nehme das jetzt wieder ab für meine Zwecke, glätte noch mal so ein bisschen den Draht und am anderen Ende mache ich auch ein Schneckchen. Aber diesmal mache ich ein offenes Schneckchen. So. Und dann wird das hier so ein bisschen eingekringelt. Und jetzt könnte ich natürlich den Kringel hier vorne hinlegen, ne? Der ist ja hier rechts und den könnte ich links machen. Aber ich entscheide mich wahrscheinlich für etwas ganz anderes. Ich setze jetzt hier praktisch das auf die Kerze wieder drauf, den Draht. Das ist ja ein wunderschönes Schmuckstück jetzt, was wir hier haben. Und ziehe mir den Draht jetzt einfach ein bisschen längs. So. Natürlich dürfen hier keine Knicke drin sein, ne? Das muss alles ein bisschen sauber und ordentlich sein. Aber ich hänge hier ja schon wieder schief wie eine Bogenlampe, das wisst ihr ja. So, und jetzt setze ich mir den einfach hier so ein bisschen drüber und modelliere das Ganze. Kann das also noch ein bisschen länglicher machen, noch ein bisschen randrücken an die Kerze. Und so habt ihr jetzt ein schönes Schmuckstück sozusagen, ein Kerzenschmuckstück. Natürlich, wenn die Kerze, wenn die Stumpenkerze vernünftig steht, dann rutscht und wackelt hier auch nichts mehr. Und wenn das hier zu locker ist, dann könnt ihr natürlich das Ganze, das ist wahrscheinlich Vorführeffekt, ach je, geht ja auch gar nicht. Guckt mal, ich habe ja, oh, ich habe ja hier geschlummit. Nein, sowas geht aber gar nicht. Ich war ja noch gar nicht fertig. Also den müsst ihr euch richtig schön ranziehen. Und dann natürlich einmal richtig fest umschlagen. Hauptsache, der passt jetzt. Oh. So, einmal noch ein bisschen ziehen.
Und ich glaube, jetzt ist er fest. Und dann natürlich hier die Ecke wieder ein bisschen ausmerzen, das Ganze. Sonst ist es unschön. Aber ihr seht schon, da kann man wunderbar schummeln. Und mit dem Finger schön glatt streifen. Ihr könnt auch eine Backenzange zur Hand nehmen. Die macht das auch wunderbar. Aber wir haben heute ja hier einen Sparflammen-Werkzeugtisch. So, und jetzt setze ich das hier drauf. Wenn ich Glück habe, passt es und ist nicht zu eng und es passt. Guckt mal, und es rutscht auch nichts mehr. Setze mir das hier in die richtige Position und drücke das an. Und den Zierstreifen hier, den Drahtzierstreifen, den setze ich mir hier so ran und drücke das nochmal, das Ganze in Form. Und dann ist es fertig. Und ihr habt dort nochmal eine schöne Dekoration. Ja, dann lasst euch mal überraschen, was ich dann euch im nächsten Video zeige. Ich war ganz fix. 1, 2, 3. Hier habe ich sogar mal ein kleines Tannenbäumchen gemacht. Und die 4. Also jetzt habt ihr richtig schöne Adventskerzen. Ich kriege sie leider hier nicht alle in meine Hand. Und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Freude beim Nachtraten. Also sowas simpel und einfaches. Wie heißt es manchmal? Weniger ist mehr, habe ich gehört. Ne? Und heute wird eben mal nicht geklotzt. Weniger ist heute mal mehr. Und hier habe ich das Ganze mal in Platin gemacht. Das ist die 1, die habe ich dann auch so gesetzt. Platin passt wunderbar zu Silber, zu Platin sowieso. Hier ist die 4, die habe ich dann mal so gesetzt. Also das kann man immer noch mal anders gestalten. Ihr könnt es auch nach oben ziehen. Ne? So die Kerzendeko. Hier habe ich diese 3, die habe ich mal beide nach unten gelassen, so in der Form. Und wo ist die 2, ist dann hier. So, und das ist die 2. Na, das Set mal so ein bisschen. Ich werde noch mal ein paar Bilder machen und dann könnt ihr das sehen. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen, naja, Quickie-Video, so nenne ich das jetzt gleich mal, erfreuen. Und ihr findet die Idee vielleicht toll und wollt sie umsetzen. Also darüber würde ich mich dann ganz dolle freuen. Und wenn euch das eben auch wieder so gefällt. Wie gesagt, das ist nun schon, die Idee musste ich einfach mit euch teilen. Weil letztes Jahr habe ich es ja schon verpasst. Und zur Weihnachtszeit war es dann eh zu spät. Also diesmal sind wir noch rechtzeitig. Ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz tollen Tag. Und macht was draus. Aber vor allen Dingen, bleibt gesund. Gesundheit ist wichtig, ne? Dass ihr mir alle schön gesund beim nächsten Video zuschaut. So, das war's für heute. Seid gespannt auf den nächsten, letzten Teil. Und ich kann euch schon sagen, es wird ein Kracher. Aber mehr verrate ich euch nicht. Ganz liebe Grüße, eure Katja.